Ich denke mal, wir müssen noch mal woanders hin, hä? Richtung Haus. Oh. Okay. Kriegen wir noch eine Erinnerung? Vermutlich schon, ne? Das ist cool mit dem Baum hier. Das ist richtig cool gemacht. Mal sehen, ob wir jetzt schneller weiter rennen können. Ah, noch eine Erinnerung. Dann haben wir sie wirklich alle beisammen. Das freut mich. Echos im Stem. Errungenschaft. Wir haben alle Echos aufgezeichnet. Wow. Wow, doch ganz gründlich. Ich glaube, eine Note fehlt uns allerdings noch. Waren wir nicht ganz so gründlich. Vielleicht finden wir sie ja noch im Haus. Mal sehen, was noch kommt. Da wir nochmal Munition kriegen, gekriegt haben, glaube ich, brauchen wir die noch. Das da. Myra. Myra. Bist du das? Sebastian. Du hier? Warum bekämpfst du mich, Myra? Du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Nein, Myra. Das ist nicht real. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte, lass sie uns hier rausbringen. Und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nein, ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Nein. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier. Ich werde Lily nicht hier lassen. Bitte. Wer das versucht, wird sterben. Zwing mich nicht dazu. Was zum Teufel? Natürlich, aber was für ein? Natürlich. Ah ja, super.
Was zum Teufel? Oh Gott. Oh Gott. Wo reinschießen? Du wirst auch ihr wehtun. Das lasse ich nicht zu. Verdammt, Myra, hör auf! Denk nach, was du da... Okay, Herz. Gib mir mal hier die, Was steckt vor deinen Augen? Kann ich mich hinter dem verstecken oder so? Scheinbar nicht, ja? Ah, da ist Munde. Okay. Ich will dir das nicht antun, Myra. Keine Munition? Du verdienst es nicht, sie zu haben. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Ich will noch von... Nein, einen? Echt? Ich dachte, ich hätte so viel Schießpulver gefunden. Hab ich auch. Aber dafür brauche ich was anderes, ne? Okay, 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 okay. Ist klar? Oh. Oh oh, nein. Okay. Oh nein. Wo drauf? Da nicht drauf. Oh. Rechte Schulter. Nein. Wow, 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 wow. Komm ich da hin? Hey, da steht einer. Ich komme da nicht hin. Acht. Mann, ich muss auf die andere Seite. So wird das doch nix.
Okay. Rechts. Komm, zeig mir deine Schulter, Baby. Nicht die kalte, sondern die... Wo? Aua! Hä? Hinter den Haaren. Irgendwo. Scheiße, ey. Wie soll ich denn da dran kommen? Aua. Da, jetzt. Steh auf, Junge! Ah. Natürlich muss die Munition alle sein hier. Ach, ich hasse das, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Treten. Wir haben mehr Munition. Okay. Die andere Seite. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Los, bück dich. Steh wieder auf. Das gibt's doch nicht. Die musst du mal fertig sein gleich. Oh Mann. Jo. Ich baller die ganze. Ey, wie viel frisst die denn? Die anderen gingen doch auch so schnell. Da muss ich irgendwo anders drauf ziehen. Ich verstehe es nicht. Ich hasse Bossfights, wirklich. Ich hasse Bossfights. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Bossfights. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe nirgendwo mehr Munition. Ach man. Nur drei. Drei Schuss. Nice. Vor allem, ich treffe doch eigentlich da drauf. Ich verstehe das nicht. Nur noch Blitz oder das. Was haben wir denn noch? Haben wir irgendwo noch Munition hier? Man muss doch jetzt mal ein bisschen mehr Munition kriegen, oder? Da habe ich noch einen Schuss. 0, 12. Okay, die können wir nehmen. Okay. Mein Gott, hat die viel gefressen. Okay, sie ist immer noch nicht durch. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Immer noch nicht geschafft. Scheiße. Okay. Und den letzten Schuss, ey. Ich hasse Bossfights. Eine Qual.
Ich hoffe, er sieht seine Frau wieder, dass sie da irgendwie drin ist oder so. Myra, bitte. Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Nein. Ich hatte keine Kontrolle. Du hast das Richtige getan. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst Lily nehmen. Bring sie hier raus. Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Es ist zu weit. Lass mich. Hol einfach Lily. Geh schon! Nein, ich verlasse dich nicht nochmal! Du musst! Geh! Ich komme nach. Wir treffen uns dort. Lily braucht dich. Bitte, schnell! Bedauernswerte Konsequenzen. Kapitel 17, ein Ausweg. Ich muss zum Haus. Okay, wir haben keine Munition mehr. Können keine Waffe mehr auswählen. Von daher denke ich mal, ist das Kämpfen jetzt fertig. Fast geschafft. Sogar ein Auto steht noch davor und die Schaukel. Hoffentlich geht es dir gut. Was? Kontakt wiederhergestellt, Sir. Wo ist er? Wir kriegen keine exakte Position. Moment, der Kern wurde gefunden.
Der Marker nähert sich ihr. Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Nun gut. Wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitätsteam soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitätsteam soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Zweck ist erfüllt. Ja, Sir. Scheiße. Kate, kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Tja, das wär's dann wohl, Kit. Kate, haben Sie mich gehört? Ja, habe ich. Spüre ich da etwa Ungehorsam? Sie können ihn nicht töten. Doch können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Kommen Sie, Kit. Er hat beim Betreten des Stem sein Todesurteil unterschrieben. Also, führen Sie den Befehl aus, sonst unterschreiben Sie Ihres. Sie hat wieder lilane Augen. Nein. Schade, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Ist ja fast wie ein Matrix. Trinity, weißt du? Ah, verpiss dich. Auf keinen Fall! Verschwinden Sie! Sehen Sie nach dem Verfall! 6 Schuss. Ich muss mir den Weg wohl freikämpfen. Scheiße, ey. Ich hab nur 6 Schuss. Wie soll ich das machen? Er ist sehr schlau, nur sehr. Oh. Wie viel Schuss habe ich denn? Kann ich da weg? Ich kann da gar nicht weg. Das ist wie in der Schießbude hier. Und einen noch. Unlimited Ammo. An die Security, melden Sie sich in der Steuerzentrale. Okay. Security, melden Sie sich. Ich beeile, bevor noch mehr kommen. Scheiße! Lily! Sie muss oben in ihrem Zimmer sein. Bestimmt. Deswegen gucke ich auch erstmal unten. Haha, ein kleiner. Wie geil! Du findest die Gestalt des Spiels äußerst verstörend, aber irgendwie treibt es dich dazu, es mitzunehmen. Wie geil, ein kleiner Safe-Held. Wie nice. Wie nice. So, wenn ich das richtig sehe, fehlt uns noch genau eine Note. Ich hoffe nicht, dass sie hier irgendwo noch rumliegt. Eigentlich hoffe ich schon, dass die hier rumliegt, weil dann hätte ich da wenigstens das Achievement. Aber ich glaube, wir haben es verkackt. Wir haben irgendwo eine Note verpasst. So, ihr Zimmer war... Hier links. Da, aber ich gucke mal hier. Da ist sie.
Lily. Mein kleines Mädchen. Papa? Ich bin's, Lily. Ich bin hier. Bist du das wirklich? Shh. Ich bin es wirklich. Ich bring dich nach Hause. Wir sind nicht zu Hause? Nein, Süße. Aber bald. So müde. Schlaf weiter. Wenn du aufwachst, sind wir in Sicherheit. Was zum Teufel? Myra! Ich hab sie. Los, verschwinden wir von hier. Tut mir leid, Sebastian. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich trage euch beide, wenn es sein muss. Nein! Aber ich... Mobius muss aufgehalten werden. Vergiss Mobius. Wir haben schon zu viel an sie verloren. Wir können entkommen, nur wir drei. Wir gehen an einen Ort, an dem sie uns niemals finden. Man kann sich nicht verstecken. Sie sind überall. Lily wird immer in Gefahr sein, wenn ich sie nicht ausschalte. Okay, gut, ich warte. Sobald Mobius so Geschichte ist... So funktioniert das nicht, Sebastian. Das ist nur aus dem Innern möglich. Stem ist mehr als nur dieser Ort. Ganz Mobius ist über die Chips in den Köpfen damit verbunden. Sobald ich die Macht des Kerns übernehme, kann ich ein Signal übertragen, wenn Union zusammenbricht. Ein Signal, das Mobius ein für alle Mal ausschalten kann. Aber wir sind endlich wieder zusammen. Ich habe keine andere Wahl. Das ist Teil des Plans. Das war es immer. Es tut mir leid. Myra. Shh. Versprich nur, dass du dich um unsere Kleine kümmerst. Lass sie nie vergessen, wie lieb ihre Mutter sie hatte. Myra. Ich möchte dir noch so vieles sagen. Du musst nichts sagen. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich weiß, wie sehr du gelitten hast, was sie getan haben. Was ich dir angetan habe. Nichts davon hast du verdient. Und du bist dafür zweimal durch die Hölle gegangen. Es ist Zeit aufzubrechen. In das Leben, das man dir genommen hat. Ich liebe dich, Myra. Ich liebe dich auch. Euch beide. Deshalb tue ich das hier. Aber wir haben keine Zeit mehr. Du musst gehen. Jetzt. Schon. Ich muss zum Stem-Raum. Muss es nur nach unten schaffen. Security, melden Sie sich im Stem-Raum. Da unten. Nach unten. Okay. Okay. Wir schaffen das. Hast geschafft. An die Security, melden Sie sich im Stem-Raum.
ist das denn? Der Baum. Pläne von 50% Mac Expansion. Ja, okay, alles klar. Union. Pläne von Union. Alles klar. Wie funktioniert das, Myra? Alles klar. Er guckt einfach zu. Was tun Sie da, Kid? Ihre Taten werden Sie umbringen. Das muss Ihnen bewusst sein. Sie hatten so viel Potenzial. Sie hätten so viel Macht haben können. Und jetzt wollen Sie all das wegwerfen. Warum? Nach allem, was Sie gesehen und getan haben, warum die Skrupel jetzt? Wegen des Detectives? Wegen des Kindes? Nein. Wegen ihn? Meinetwegen. Denken Sie noch einmal nach, Kid. Stamp wird gebraucht. Ein vereintes Bewusstsein für die ganze Menschheit. Keine Kriege mehr. Keine Unterschiede. Kein Schmerz. Es gibt kein Zurück. Ich hoffe, du hattest recht, Myra. Kidman, ich hab sie. Wohin jetzt? Geh in deinen Raum. Alles klar. Aber Myra bleibt hier. Du weißt warum. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Ich zähle auf dich, Kidman. Okay. Mit Kind auf dem Arm. Kennen wir ja schon. Keine Sorge, Nick. Wir sind fast da. Da ist der Raum. Oh mein Gott! Was von The Last of Us gerade. Bitte. Ich erinnere mich zumindest daran. Wir sind bald zu Hause. Wir müssen durchhalten. Richtig spannend gemacht hier zum Schluss, ey. Es ist noch nicht zu spät, Kid. Geben Sie auf. Verspreche ich einen schnellen Tod. Andernfalls wird die Bestrafung für Ihren Verrat legendär. Na gut, dann werde ich zu einer Legende. Und zwar, weil ich Sie ausgeschaltet habe. Eine Welt ohne Wahl ist keine Utopie. Ein Bienenschwarm funktioniert nur mit einer Königin. Mitmachen oder sterben? Wissen Sie was? Es gibt noch eine dritte Wahl. Lecken Sie mich am Arsch! Sie sind dumm! Aber bewundernswert. Schade, dass ich Sie so verlieren muss, Kid. Was? Dachten Sie, ich mache das hier alles unvorbereitet? Ich habe mein Schiff vor 3 Tagen rausgenommen. Egal. Heute sterben sie. So oder so. Es
Sollen wir nochmal Bum-Bum machen? Na los, Sebastian. Es wird hier langsam ziemlich eng. Incoming Message. Eingehende Nachricht. Unser Raum bricht zusammen. Los, geht raus jetzt! Sebastian, ich liebe euch beide. Jetzt seid ihr sicher. Bereit für finale Phase. Lässt sich es geschafft, Myra. Ich wusste es. Es hat funktioniert. Komm zurück, Sebastian. Sebastian, du bist in Sicherheit. Lilly. Wo ist Lilly? Ich brauche deine Hilfe, um sie rauszuholen. Stell dich dahin. Schnell! Da ist sie. Ist natürlich ein bisschen größer als in Erinnerung, wa? Weil sie natürlich älter ist. Ist ja schon eine Weile her. 3 Jahre mindestens. Papa? Bist du das wirklich? Ja, Lilly. Ich bin es wirklich. Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Shh. Ich weiß, Lilly. Aber jetzt bist du wach. Der Albtraum ist vorbei. Du musst jetzt keine Angst mehr haben. Das ist er doch, oder? Ich bin nicht immer noch drin. Und denke das nur. Es ist wirklich vorbei. Dank Myra. Los! Verschwinden wir hier.
Aber wo ist Myras Körper? Oder ist sie schon tot, der Körper? Und der Geist war einfach nur weiterhin im Stem. Huh, wir haben es geschafft. Hey, ich weiß nicht, wie viele Parts das waren, wie viele Stunden ich gespielt habe. Das war The Evil Within 2, definitiv länger als der erste Teil. Und ich fand es wirklich gut. Zwischendurch habe ich tatsächlich verzweifelt, ihr habt es gemerkt, weil es wirklich verdammt schwer war. Und man immer permanent Munitionsknappheit hatte und mir die Gegner einfach, man war einfach überwältigt vor der Schwierigkeit der Gegner. Mir ging es zumindest so. Aber ich denke, das war es auf jeden Fall wert, diesen Trip zu machen. Und ich freue mich, falls irgendwann Part 3 rauskommt oder The Evil Within 3, wie die Geschichte weitergehen könnte. Aber ich vermute mal, dass es irgendwie, ja, dass es mit ihr sein könnte, mit der Tochter. Deswegen, wir dürfen noch gespannt sein. Ist auf jeden Fall sehr emotional alles. Mich hat es echt dahin gerissen und gerade das Ende war viel, war fast wie ein Film, ne? War viel animiert und so. Ja, bisschen schade, dass wir die letzte Note nicht mehr gefunden haben. Die haben wir irgendwo übersehen. Aber auch sonst habe ich eh nicht alle Achievements hingekriegt. Aber dann wäre ich zumindest froh gewesen, wenn wir es hatten. So. Ich lasse jetzt noch den Abspann laufen und die Musik und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt auch noch dabei. Days Gone läuft ja auch noch momentan, was nicht so viele gucken, was okay ist. Aber ihr verpasst was, weil ich finde es wirklich gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal reinschauen würdet, auch wenn ihr noch skeptisch seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Sie jetzt wieder blaue Augen? Sie ist nicht angeschnallt. Okay, Überlebenskünstler und Jungdetective, alles klar, Spiel abgeschlossen, gesamte Spielzeit 18 Stunden, 40 Minuten, okay, der Stammer hat sich also wieder angeschaltet, Ruvik lebt ja anscheinend auch noch, also genug Stoff für einen weiteren Part ist auf jeden Fall da. Und wieso habe ich das Gefühl, dass sie zum Schluss immer noch im Stand war? Und Nicoles Augen waren jetzt wieder nicht mehr lila, sondern blau. Und ich meine, das habe ich auch in den Kommentaren zwischendurch mal gelesen, dass die Frage, waren ihre Augen nicht lila? Wann sind die Augen lila, wann sind sie blau? Ich glaube, es gibt noch eine sehr tiefe Bedeutung in dem Spiel, die man noch finden muss. Aber im Moment fällt mir da jetzt nicht ein, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht sind sie aber auch einfach die ganze Zeit schon in dem Stem oder in einem anderen Stem. Vielleicht ist es eine Stemception oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ich bin gespannt. Okay, die Option Neues Spiel Plus wurde im Titelbildschirm hinzugefügt. Damit können wir ein neues Spiel starten und einige Dinge aus deinen vorherigen Spieldurchläufen mitnehmen. Das wissen wir schon. Die Schwierigkeit klassischer Modus wurde freigeschaltet. Lasst die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Kann jetzt in ein neues Spiel ausgewählt werden. 40.000 grünes Gel erhalten. Du kannst es ab Kapitel 3 verwenden, wenn du ein neues Spiel Plus spielst. Können wir sogar in den Zeitlupen-Modus. Du hast das Outfit-Profi freigeschaltet. Wäre in diesen Tagen nur niemals zu Ende gegangen. Du kannst Outfits wechseln, indem du Kleiderständer Sebastians Zimmer benutzt. Dies ist im klassischen Modus nicht möglich. Und das Outfit rastlos. Du warst am Boden, bist aber wieder aufgestanden. Du kannst Outfit... Ja, das ist ja schon. Und nochmal das Outfit klassisch. Deine Rückkehr an diesen Ort erinnert dich unweigerlich an das letzte Mal. Die Magnum erhalten, falls du schon immer mal eine kleine Kanone mit dir rumtragen wolltest. Okay, und du hast die ultimative Belohnung freigeschaltet. Ein noch cinetastisches Spielerlebnis. Oh toll, wir haben wieder die tollen Balken. Nein, vielen Dank. Vielen Dank. Okay, Spielstände. Speichern wir mal. Annehmen. Alles klar, Kapitel 17, ein Ausweg. Gut. Damit gehen wir wieder zurück. Bonusinhalte sichern? Keine Ahnung. Haben jetzt neues Spiel Plus, aber ganz ehrlich, ich spiele ein Spiel meistens nur einmal durch. Meistens. Deswegen ist jetzt auch für mich hier Schluss. Und ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.